Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zur dunklen Bruderschaft und jetzt werden wir mal die Hauptstory weitermachen. Initiant, Hilde ist von ihrer Reise zur Kapelle nicht zurückgekehrt und ich mache mir langsam Sorgen. Trefft mich in der Kantine, ich könnte vielleicht eure Hilfe gebrauchen. Chor. Ja, dann ziehen wir doch mal los, um Chor zu finden und haben damit die Quest Glaubensfragen. Jetzt geht's also in der Story weiter. Die Story geht meistens weiter, wenn man ein Level in der dunklen Bruderschaft gemacht hat. Falls bei euch also die Story mal nicht weitergeht, einfach ein dunkles Sakrament machen, einen Kontrakt machen, ein paar Nebensachen erledigen für die dunkle Bruderschaft und dann geht's auch irgendwann weiter, wenn ihr gelevelt seid. In der Gilde. So, und jetzt suchen wir Chor. Chor ist ja der Freund dieses Werwolf-Mädchens. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo der ist. Der ist meistens in der Kneipe, da gehört so ein Nord hin. Ist doch ein Nord, ne? Ja, reden wir mal mit ihm. Ah, mein Freund, ich bin froh, euch zu sehen. Es geht um Hildegard. Sie ist nie zurückgekommen, nachdem sie losging, um für Tanek zu beten. Ich glaube, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Nachdem Tanek bei dem Vorfall mit der Großpredigerin verletzt wurde, zog Hilde los, um für ihn zu beten. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Niemand hat das. Es passt gar nicht zu Hilde, dass sie einfach verschwindet, ohne mir oder Astara Bescheid zu sagen. Sie liebt Tempel, aber der Ärger in Quatsch sorgt dafür, dass sie die große Kathedrale meidet. In letzter Zeit hat sie immer die große Kapelle von Dibella in Anvil aufgesucht. Ich glaube, dass sie die Rituale beruhigen, wisst ihr? Werdet ihr mit nach Anvil kommen und mir helfen, Hildegard zu finden? Ich treffe euch in der Kapelle in Anvil. Hoffentlich finden wir Hilde zusammengerollt und schlafend unter Dibellas Statue. Seid nur vorsichtig, wenn ihr die Stadt erreicht. Die Piratenkönigin hasst die Bruderschaft fast so sehr, wie die Prediger das tun. Sie hält gern Zwiesprache mit den Göttlichen und der Natur. Und sie nimmt Kontrakte an, genau wie wir anderen. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass sie der Freistadt auch mal eine Weile fernbleibt. Aber nach den jüngsten Angriffen auf uns kann ich nicht anders, als mir das Schlimmste auszumalen. Ich hoffe, sie ist wohlauf. Aber wer weiß, was in einem vorgeht, wenn einem die Welt auf den Kopf fällt. Jemand ermordet die Mörder. Falls Hildegard verletzt wurde oder noch Schlimmeres geschehen ist, wüsste ich nicht, was ich dann tun sollte. Was wollt ihr damit andeuten, Initiant? Hilde ist wie eine Schwester für mich. Seit ich sie gefunden habe, versuche ich ihr dabei zu helfen, sich trotz ihrer Lage in den Griff zu kriegen. Sie mag ein Werwolf sein, aber sie ist eine gute Seele. Die Bruderschaft kann froh sein, sie zu haben. Warum ist das so schwer zu glauben? Sie ist eine hervorragende Spurenleserin und in ihrer Werwolfgestalt eine gnadenlose Mörderin. Manchmal kommt sie zurück und nackt immer noch an den Körperteilen, aber wer von uns hat sich noch nie im Augenblick verloren? Außerdem mache ich hinter ihr immer sauber. Die Piratenkönigin hasst alles, was sie nicht beherrschen kann. Den Grafen von Quatsch, den Primas, uns. Sie will die gesamte Goldküste beherrschen. Doch wir sind nicht gewillt, uns einfach auf den Rücken zu werfen und ihren Forderungen nachzugeben. Wir sind unabhängig und uns gefällt das so. Genau, so gefällt das uns und wir gehen nun zur Kapelle von Dibella in Anvil. Und nun müssen wir die Betenden befragen. Hilde ist nicht hier. Hören wir uns um, ob einer der Betenden sie gesehen hat. Hilde ist nicht hier. Wo könnte sie nur sein? Ich bin sicher, dass sie hierher wollte, als sie die Freistadt verließ. Hören wir uns um und finden wir heraus, ob sie jemand gesehen hat. Hoffentlich kann uns jemand in eine neue Richtung weisen. Das hoffe ich zumindest. Hilde ist ziemlich auffällig. Wie viele junge Nord mit Blumen im Haar kann es in Anvil schon geben? Noch dazu welche, die die Kapelle besuchen. Fragt herum und horcht nach, ob ihr etwas herausfinden könnt. So viele göttliche, so viele Rituale. Aber ich bin eigentlich wegen der Hauptattraktion hier. Insbesondere liegt mir Dibella am Herzen. Es muss ihre Verbindung zur Schönheit und zur Liebe sein. Und zur Kunst der erotischen Unterweisung.
Diesbezüglich könnte ich ein paar neue Lektionen vertragen. Okay, die hat Hilde wohl noch nicht gesehen. Da ist mal die Statue von Dibella, würde ich sagen. Und dann reden wir noch mit den anderen hier. Sonnt euch in der Heiligkeit dieses gesegneten Ortes und lasst eure Sorgen verblassen. Ich habe in dieser Stadt schon viele solcher Frauen gesehen. Ich hörte, die Gouverneurin soll erst kürzlich bei einem ihrer Auftritte eine Blume im Haar getragen haben. Und nun ist aus diesem Brauch eine Mode geworden. Es tut mir leid, dass ich euch keine größere Hilfe sein kann, Reisender. Ah, jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren. Nun, da ihr den Schreibfluss ohnehin unterbrochen habt, was kann ich für euch tun? Das ist auch irgendwie ein neuer Bug im Spiel, dass die immer so seitlich weggucken, die NPCs. Einen Ort? Hier? Ist so etwas überhaupt möglich? Ich habe aus berufenem Munde gehört, dass der gewöhnliche Nord bei heißer Witterung schmilzt. Da fällt mir ein, dass ich überraschenderweise noch nie einem Nord begegnet bin. Noch etwas, was es abzuhaken gilt, ehe ich meine Memoiren schreibe, schätze ich. Ein Nord schmilzt bei heißem Wetter. Okay, der war flach, aber auch nicht so schlecht. Ich frage mich, ob mir ein Priester verraten wird, wie sie diese Feuer am Brennen halten. Hoffentlich ist es nicht eines dieser heiligen Geheimnisse, von denen sie ständig reden. Jetzt, wo ihr es erwähnt, erinnere ich mich an eine junge Frau. Nein, wartet, das war eine Waldelfin. Sie trug ein Bouquet mit Blumen durch die Gegend. Sie sprach zu ihnen und schnupperte an ihnen. Und dann hat sie sie gegessen. Waldelfen sind wirklich äußerst sonderbar. Ach, da ist aber wer wirklich an dieser Nord interessiert. Ich frage mich, wer sie wohl ist. Ah, jetzt scheint jemand aufzutauen. Ja, sie da eben, mit der wir eben schon mal gesprochen haben. Euer Interesse an dieser jungen Nord hat mich äußerst neugierig gemacht. Sagt mir, wer sie ist, und ich sage euch, was ich gesehen habe. Ich habe eine junge Nord mit einer Blume im Haar mit Kantor Nemus sprechen sehen, drüben beim Schrein des Akatosch. Ich erinnere mich daran, weil es so merkwürdig war. Er flüsterte ihr ins Ohr und stand für einen Mann, der nicht ihr Vater oder ihr Geliebter ist, viel zu dicht bei ihr. Oh, glaubt mir, ich habe mir alle Mühe gegeben. Als sie fertig waren, liefen der armen Frau die Tränen übers Gesicht. Sie rannte aus der Kapelle, während ihr der Kantor hinterher schaute. Er hatte ein selbstzufriedenes Lächeln im Gesicht. Meint ihr, er hat etwas Unschickliches gesagt? Nein, nein, natürlich nicht. Ein so frommer Mann wie Kantor Nemus würde einer jungen Nord niemals etwas Unerhörtes antun. Ich meine, allein das Gerücht eines solchen Vorfalls wäre schon ein Skandal. Aber seid unbesorgt. Ich werde kein Sterbenswörtchen über eure Freundin und den Kantor verlieren. Dann wissen wir doch schon mehr. Jetzt sollen wir mit Chor sprechen, aber jetzt gucken wir erstmal der Party zu. Hier geht's ja jetzt gerade voll ab. Drück mich an das holde Weib, die Lippen stets zum Kuss bereit, stürmisch geküsst, stürmisch geküsst. Und fort ist sie am Tag, ihren Duft ich an mir trag, mein Geist uns stets zu sehen vermag. Stürmisch geküsst, stürmisch Na, wenn das nicht mal romantisch war. Och, da will ich aber nochmal mitmachen. Na gut, das reicht jetzt erstmal. Sie verabschiedet sich hier noch nett mit dem hübschen Kleid. Gab's auch mal im Kronenshop, soweit ich das weiß. Und jetzt gucken wir mal, wo ist Chor jetzt abgeblieben? Da hinten. Vielleicht wissen wir jetzt bald schon mehr. Beim Blute eines Trolls
können diese Leute lästern. Sie sind schlimmer als die Informanten des Rattenmeisters und die werden von ihm für das Ausgraben von Geheimnissen bezahlt. Hilde war hier, aber niemand konnte mir sagen, wohin und wann sie weiterzog. Bitte sagt mir, dass ihr mehr Glück hattet, Initiant. Ich hab nur was von Kantor Nemus gehört. Ein Kantor hat mit Hilde gesprochen? Das ist nicht, was ich hören wollte. Ihr müsst verstehen, Hilde ist nicht wie wir. Sie wuchs in der Wildnis auf. Die Vorstellung, sich zivilisiert zu verhalten, ist für sie noch ganz neu. Und sie fühlt sich wegen des Wolfs in ihr noch immer schuldig. Meint ihr, der Kantor hat was gesagt, was sie bestürzt haben könnte? Das hört sich für mich jedenfalls so an. Es braucht nicht viel, um ihre Schuldgefühle angesichts dessen, was sie als Wolf getan hat, in einen Ekel vor sich selbst zu verwandeln. Ich versuche die ganze Zeit, ihre Ansichten in dieser Sache zu ändern, aber ihre Überzeugungen sitzen tief. Habt ihr irgendeine Ahnung, wohin sie in diesem Zustand gegangen sein könnte? Zurück dorthin, wo alles angefangen hat. Nach Himmelsrand. Ich höre mich an den Docks um, ob sie versucht hat, eine Überfahrt auf einem Schiff zu buchen. Ihr geht und sprecht mit der Karawanenmeisterin. Hoffentlich findet einer von uns beiden heraus, welche Route sie gewählt hat, um zurück dorthin zu kommen, wo der Wolf geboren wurde. Okay, ich spreche mal mit der Karawanenmeisterin. Und schon haben wir ein neues Ziel, nämlich einen Ort, wo der Wolf geboren sein könnte. Okay, wo das ist, das wird uns vielleicht die Karawanenmeisterin jetzt erzählen. Aha, die ist da oben am Stall. Dann würde ich sagen, reiten wir da mal hin. Das geht ein bisschen schneller, als hier zu laufen. Und ja, Chor ist jetzt wohl in der Kapelle geblieben. Vielleicht kommt er ja auch hinterher. Aber bis jetzt alles so relativ chillig, ne? Mit Tanzen und Reden. Kämpfen bis jetzt nicht so viel. Mal gucken, was jetzt kommt. Vielleicht wird die jetzt sauer oder so. Die nächste Karawane wird in Kürze zum Aufbruch bereit sein. Falls euch das interessiert, dann sucht euch in der Nähe ein Plätzchen, um noch ein bisschen auszuruhen. Ich rufe euch, sobald es losgeht. Nun, ist das nicht interessant? Ihr seid schon der zweite Fremde heute, der mich nach einer Nord fragt, die völlig in Tränen aufgelöst davongerannt sein soll. Selbst wenn ich diese junge Frau gesehen hätte, was lässt euch glauben, ich würde euch irgendetwas darüber erzählen? Genau. Ihre Familie. So wie diese junge Frau heulte, hätte man meinen können, Molag Baal höchst selbst wäre hinter ihr her. Oder jemand wie ihr. Wenn ich der Nord geholfen hätte, und ich sage nicht, dass es so war, dann müsstet ihr euch wesentlich mehr Mühe geben, damit ich euch irgendetwas darüber erzähle. Ui, nach Himmelsrand gebracht. Skyrim, wie cool. Ja, wie kann ich euch davon überzeugen? Tut mir leid. Ich schütze meine Kunden und ihre Geheimnisse. Ich habe euch nichts weiter zu sagen. Karawanenmeisterin, bitte! Die junge Frau mit der Blume im Haar! Sie ist in schrecklicher Gefahr! Nun schau sich euch einer an. Ihr müsst der Bruder sein. Dann habt ihr Hildegard gesehen. Bitte, ihr müsst uns sagen, wo sie hin ist. Sie hat nur von euch geredet, wenn es nicht um die Reise ging. Sie meinte, euch würde sie am meisten vermissen. An den Docks munkelt man, der Silbermorgen habe auch nach meiner Schwester gesucht. Wir müssen erfahren, wo sie hin ist. Die junge Frau wollte in die Jeralberge mitgenommen werden. Sie fuhr auf dem letzten Wagen mit, aber ich kann euch hinbringen, wenn ihr mögt. Das wüssten wir zu schätzen. Vielen Dank. Seit den Neuigkeiten über den Silbermorgen mache ich mir noch größere Sorgen um Hildes Sicherheit. Wir müssen uns beeilen. Der Silbermorgen sind Werwolfjäger. Was immer der Kantor zu Hilde sagte, hat sie zurück in die Wildnis fliehen lassen, wo ich sie einst fand. Und nun ist hier eine ganze Jagdgesellschaft auf der Spur. Sie werden sie töten, Initiant. Entschuldigt, dass ich euch für dumm verkauft habe. Aber ich wollte nur meine Passagieren schützen. Diese Raufbolde vom Silbermorgen kamen kurz vor euch vorbei und fragten nach ihr. Zu ihnen habe ich auch keinen Ton gesagt. Sagt mir einfach Bescheid, sobald ihr bereit seid, nach Himmelsrand zu gehen. Das sind wir natürlich im nächsten Let's Play. Und deshalb verabschiede ich mich heute von euch und hoffe, ihr lasst mir ein Like da und ein Abo. Und beim nächsten Mal sehen wir, wo Hilde hingelaufen ist. Dann macht's mal gut, bis demnächst. Bye, bye.
He wusste